wir laufen jetzt schon circa eine Viertelstunde hier rum. Ich versuche mich mal irgendwie selber aufs Bild zu kriegen, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie eng das letztendlich hier ist. Das ist auf jeden Fall echt abgefahren. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Mein Name ist Paul Schridde und gemeinsam mit meinem guten Freund Jakob möchte ich auf Abenteuerreise gehen. Zusammen erforschen wir die vergessenen Orte dieser Welt und reisen auf der Suche nach alten Geschichten in die Vergangenheit. Zusammen mit interessanten Menschen werden wir uns als Urban Explorer auf die Suche begeben, die vergessenen Orte und vergangenen Geschichten auf unseren Kameras festzuhalten. Ich bin PJ Adventure und das ist Hashtag Urbex Adventure. Wir waren nun schon bald einen Tag unterwegs und hatten verschiedenste Lost Places gesehen. Aber auch die Natur des Harzes erstaunte uns immer wieder. Als das Wetter aufklarte, hielten wir an einem schönen Tal. Und das erste Mal konnte ich meine Drohne steigen lassen. Wir genossen einen Augenblick die Natur, bis wir uns dann weiter zur nächsten Location machten. Inspiriert ein wenig von lostplace.de. Schöne Grüße an der Stelle an euch. Gehen aus auf jeden Fall. Gehen wir jetzt gerade an den Schienen entlang. Und warum gehen wir an den Schienen entlang? Das werdet ihr gleich erst sehen. Ich sag da mal noch nicht so viel zu, außer dass es eine ganz besondere Location ist, die man vielleicht nur so ein bisschen als Lost Place bezeichnen kann. Das ist halt... Na, was haben die bei lostplace.de gesagt? Es ist halt eher ein vergessener Ort. Kein verlassener Ort in dem Sinne, weil da halt nie Leute gewohnt haben. Wir gehen jetzt also an den Schienen lang. Da vorne ist der rechte Rest der Truppe. Und wir suchen jetzt mal den Eingang zu diesem Ort. Hä? So klein ist das von der Docke, nicht wahr? Nee, das ist ganz schick. So. Also die Höhle an sich ist aus Natur erschienen, wie man sieht. Ach, und das sind diese Steine, ne? Das ist alles Gipsstein. Ja, das sind zum Glück noch Steine und das da wird noch pulvermäßig. Ja. Das ist ja übergeil. Boah. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das auf... Alleine dafür geht heute fahren. Ja. Wir wollen wieder mal Führungen drin. Ach, machen die Führungen oder? Ja, sicher. Weil es 2008 in eine schwere Führung gekommen. Wieso ist was eingekracht oder was? Abgefahren. Da ist wie so eine Schlucht, da ist ein Pärchen reingefallen. Ja. Die Feuerwehrleute haben sie mehrere Tage nicht rausbekommen, weil wir würden es dahin kommen. Und gestorben. Nee. Hast du noch geschafft. Krass. We'll be right back.
haben wir die Höhle eigentlich aus Zufall, also wir kannten die vorher schon, haben uns nie wirklich getraut reinzugehen. Bis auf Vatertag, da sind wir dann das erste Mal drin gewesen und haben das ein bisschen erkundet. Und mit Handytaschenlampe nicht viel gesehen. Ja, dann haben wir uns zu der Höhle ein bisschen so erkundigt. Also die ist aus Natur entstanden, wie man sehen kann, das ist ein Skipstein. Das hat sich durch Eruptionen und halt Naturgewalten wie Regen etc. alles gelöst. Dadurch ist die Höhle entstanden. So, dann noch zu den DDR-Flüchtlingen, wenn man das so sagen kann, die dann halt im Westen geflohen sind. Die sind dann auch durch die Höhle. Da ist dann drüben noch ein anderer Eingang, wo man dann in das Tunnelsystem reinkommt. So, und dann hat sich hier drinnen auch, das kann man im Internet nachlesen, wenn man googelt Harzmörder, der war dann auch hier drinnen, hat Frauen aufgegriffen, ermordet, zerstückelt und die Gebeine in Walkenried auf Feldern verstreut. So. Wenn so ein Ding hier rausbricht, ne? Ja, dann. Schon so dermaßen einweg. Ja. In die Frage, hat man so einen Stein von der Größe betrachtet, ne? Und ich dachte so, okay, scheiß drauf, da fahren eventuell die Besen oder rüber, ich kick den weg. So, und die hat sich kein Millimeter bewegt, so ne? 70 oder so. Ja. Die hat meinen Fuß gebrochen, dann sagt das nicht viel passiert. Echt jetzt? Nein, das ist Schmerzen. Beim nächsten Stein auch versucht und dann saßen wir beide im Restaurant so. Beide Fuß am Arsch. Aber das Steak hat es dann geregelt, sagst du? Okay. Pass auf. Ja, hier sind wir gekommen, oder? Nee. So Leute, hier ist der berühmt-berüchtigte Gang, auf dem ich dich die ganze Zeit schon gefreut habe. Ja, danke. Boah. So, da vorne kommt dann erst der eigentliche Gang. Das ist schon echt fett hier. Wow. Boah, Fledermaus. Rückzug. Der Fledermaus hast du viele. Oh, Alter. Die ist weg. Junge, ich dachte, die klatscht mir gegen den Kopf. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Echt? Beim Fahrradfahren. Ey, ich fass das nicht. So, wenn wir jetzt Licht ausmachen, oder du siehst es auch so, und drüben ist der Ausgang von Erich. Ey, Leute, mach mal einmal Licht aus, das sieht man sogar im Video. Leute, ganz da hinten, wenn ich hier mal ein bisschen reinzoome, da ist der Ausgang. Zum Tageslicht. Und hier plätschert. Ist das nicht theoretisch richtig frisches Wasser hier? Das ist das. Boah, arschkalt. So, Leute, ich versuche mich mal irgendwie selber aufs Bild zu kriegen, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie eng das letztendlich hier ist. Hier die beiden Jungs sind irgendwie hinter mir, sieht man gar nicht auf dem Bild. Sieht man gleich. Oh. Jetzt, das ist auf jeden Fall echt abgefahren, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ah, hier fehlt eine. Ja. Und du, Alter. Leute, gefährlich, gefährlich. Also Leute, wir laufen jetzt schon circa eine Viertelstunde hier rum und eine Viertelstunde klingt erstmal wenig, aber geduckt hier irgendwie eine Viertelstunde durch diesen Gang zu rennen, ist echt abgefuckt anstrengend. Du musstest ja auch sehr warm hier drin. Es ist echt warm hier drin, die Jungs haben geraten, Jacke anzuziehen, top Idee. Nein, ist schon gut, ja, ist schon besser so. Wenn du wieder rauskommst, dann... Alter, ich bin echt fertig. Allgemein, so ein ganzer Tag Lost Place ist schon gut anstrengend, aber das hier ist wirklich das absolute Highlight dieser Tour bisher, kann ich... echt empfehlen für alle, die diese Adresse kennen und noch nicht hier waren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Alter, was? Ah, das habe ich gesehen im Video. Leute, nur mal so kurz als Information. Guck mal bitte, wie klar dieses fucking Wasser ist. Boah, das ist ja der Hammer, das ist wie in der Karibik.
Wir durchstreichten die Gänge noch einige Zeit. Die Fische in dem Fluss unter den Planken leisteten uns dabei Gesellschaft. Wir mussten dabei immer wieder daran denken, wie damals die Menschen von Ost nach West durch die Gänge geflüchtet waren. Anschließend suchten wir einen Weg ans Tageslicht. Jetzt gibt's aber Turbo hier, doch. So Leute, erst hatte ich ein bisschen Schiss, erst ein bisschen vorgegangen mit der GoPro. Kommst raus? Was ist das? Das passt. Auch mit der Kamera? Warte. Ja, jetzt kann's hoch. Ah, wir sind draußen. Die anderen beiden sind noch drin, die wissen noch nicht, dass wir wieder oben sind. Es ist echt so beeindruckend gewesen in der Höhle, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir warten jetzt auf die anderen Jungs. Mit den Worten beende ich dann mal das Video. War auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war was ganz anderes. Unter Wasser hätte man nicht gedacht, dass ich sowas heute noch erleben kann. Kranke Scheiße. In meinem Alter. In dem Sinne, bleibt Freunde gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao. I mean it, okay, I'm the meanest, yeah. A gift and a curse to feel everything, oh so deep. We got me and my feelings, yeah. Said the same motherfucker hating on me last week. I've been running around and sitting, no patience. We are so close, like a motherfucking tasted. Came along.